neue Produktaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Meme. Und mit der Nummer 13, der Tom. Diese! Nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Heute haben wir einen richtig bösen Gangster bei uns in unserer kleinen herzigen Fußballrunde von der richtig, richtig krassen Altschwil-Posse. Bei uns ist der Bubi Rufener. Yes! Schön, bist du da? Ja, freut mich auch sehr. Ein bisschen Trash-Talk ist genau in meinem Sinn. Jetzt müssen wir schnell ausholen. Bubi Rufener, heute tönt er so. Schissen drauf! Aktuelle Bands, Bubi einfach, geschissen drauf. Übrigens, der Kleber geschissen drauf klebt bei meiner Tochter an ihrer Kinderzimmertüre. An die Kinderzimmertüre antrittst, siehst du zuerst den Kleber geschissen drauf. Das freut mich wahnsinnig, es muss eine tolle Tochter sein, ganz sicher. Das ist die beste Tochter der Welt. Liebe Grüße. Tue ich gerne ausrichten und jetzt zurück zur Altschwil-Posse. Basel, der Song ist für dich. Du alte Schlampe, Stadt am Rhein. Sommer, die schleichen die Süße. Sommer, die schleichen die Süße. Gewalt ist gut, Gewalt ist gut. Gewalt ist Gewalt ist Gewalt ist gut. Gewalt ist gut im Heim und in der Glicke. Gewalt ist gut in der Schule und beim Ficken. Das haben viele falsch verstanden. Sicher? Ja. Okay, ich kann man nur. Altschwil-Posse, der Bubi Rufener und dein Kompagnon. Der Bonnie Koller. Der Bonnie Koller von Baby Jail. Damals ein Zürcher und ein Berner, die sich als Basler Gangster ausgeben und Basler Gangster-Rap machen. Stimmt das, dass ihr diesen Song an einer Meisterfeier vom FCZ gespielt habt? Der und andere Songs haben wir an einer Meisterfeier vom Z gespielt. Das ist eine von den beängstigendsten Vorstellungen, die ich in meinem Leben gegeben habe. Ich hatte leicht mittelschwer Angst, dass ich jetzt eins auf die Nuss bekomme. Wir sind aber engagiert worden, möchte ich schon noch sagen, von den Zürcher Fans. Ja. Es haben einfach nicht alle gewusst, dass wir engagiert worden von den Zürcher Fans. Und es haben nicht alle Zürcher Fans gewusst, dass das nicht ernst gemeint ist, dass das nicht wirklich zwei Basler sind? Genau, wenn wir natürlich als Altschwil-Posse auf die Bühne sind gegangen, haben wir auch so getan, als wäre es sehr ernst. Wir haben meistens Bodyguards dabei gehabt, oder Tänzerinnen, die legendären Altschwil-Possis, oder auch unsere Bodyguards. Das Mal sind wir zu zweit in dieser Meisterfeier. Ich weiß aber nicht mehr, welches es war, ob es die Korken-Meisterfeier war. Auf jeden Fall sind die Z-Fans oder die FCZ-Fans wahnsinnig euphorisch gewesen. Und wir sind auf die Bühne gekommen und gesagt, alle zusammen, der vollweiche Mommeli-Ficker. Stimmung ein bisschen gekehrt. Vorher hat eben der gespielt, der uns engagiert hat. Das muss ich auch noch sagen, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Dann hat man so Crossover-Metal-Sachen gemacht. Und dann hat eine Band gehabt, die hat recht hergespielt und dann hat er gesungen, das vergesse ich nicht mehr. So der Teufel, Zürich, immer nur Zürich, Zürich. Und dann dachte ich, boah, die bin ich richtig, aber ich bin nicht richtig. Das ist ein gutes Thema, der Lokalpatriotismus. Also Zürich-Basel ist ja sehr ausgeprägt. Woher kommt das? Ist das ein Fußballphänomen? Oder hat es die Rivalität zwischen Zürich und Basel gegeben, bevor der FCZ gegen den FCB Fußball gespielt hat? Du fragst mich jetzt, weil ich schon 100 Jahre... Du als Historiker. Nein, ich weiss es nicht. Ich würde mir im Fall schon vorstellen, dass das etwas war, was schon mit dem Fußball aufgekommen ist. Das sind halt die zwei Mannschaften, die gerade 70er Jahre so ein bisschen aufgeteilt haben untereinander. Das sind die zwei dominanten Mannschaften gewesen. Und ich sehe wie außerhalb vom Fußball keinen Grund, warum es das die Rivalität überhaupt soll geben. Also wenn man doch irgendwie Rivalität hätte aus Zürcher Sicht, dann wäre es vielleicht Bern als Hauptstadt und vielleicht ist es sicher lange die zweitgrößte Stadt war es noch. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich schon. Also, historisch ist es einfach so, dass natürlich irgendwo mal die Entscheidung gefallen ist, wird Bern Hauptstadt oder Zürich. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, Bern ist die Bundesstadt und Zürich ist dafür der Wirtschaftsmotor. Und dann haben beide etwas so gesehen, ja, müsste mehr das die Rivalität sein. Und das Basel eigentlich macht eigentlich wirklich eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also, gibt es eine Rivalität Bern-Zürich? Ja, aber GC hat man nicht so gern. Aber die hat man nie nicht gern gehabt, weil sie natürlich lange immer alles gewonnen haben. Oder? Genau, das ist der Millionario-Club. Ja. Und sonst, ich glaube, wir haben jetzt ein Problem mit den Freunden aus dem Süden, mit dem komischen Dialekt an der Grenze, wo der Konstantin Präsident ist. Aha. Aber ich weiss es nicht, ich bin zu wenig in der Fußballkultur verwurzelt, um zu sagen, was die grossen Rivalitäten sind. Ich weiss einfach, dass Basler, weil ich ja gewisses Basler Familienblut habe, die Finger Zürcher sind so wie die Deutschen. Und ich glaube, die Rivalität kommt auch dort her, dass das zwei grosse Städte waren, eine Grenzstadt und ein Wirtschaftsstandort, der gross ist. Die haben, glaube ich, einen dort durch, schon vor dem Fußball, könnte ich mir vorstellen, ein bisschen fertig gemacht. Also, die Rivalität gegenüber Zürich ist wirklich klar, es gibt ja in den meisten Ländern, also die grosse Stadt, die Hauptstadt ist dann halt meistens, dass die blöd findest. Also ganz Deutschland findet Berliner Dorf und ganz Frankreich findet Pariser Dorf. Und in der Schweiz ist es einfach die ganze Schweiz findet Zürcher Dorf. Aber es geht immer nur in eine Richtung, weil der Pariser und der Berliner und der Zürcher ist total egal. Aber gibt es dann auch noch Rivalität
jetzt von anderen Städten untereinander? Ja, es gibt, jetzt im Fußball zum Beispiel. Fußballerisch gibt es ja schon recht komische Rivalitäten, die ich teilweise nicht ganz nachvollziehen kann. Luzern und St. Gallen ist zum Beispiel so etwas, wo sich sehr spinnefeind sind. Aus Warum? Mir relativ fernen Gründen, ich weiß es nicht genau. Ich kann mir schon vorstellen, dass das die sind natürlich, muss man auch sagen, auf dem ersten Platz von der Feinde ist dann trotzdem immer GC gewesen, die lange Zeit. Ja. Aber das ist wie so der Erreichbare. Und ich kann mir vorstellen, dass die haben etwa die gleichen Mittel, etwa das gleiche Potenzial, das Stadion ist gleich gut gefüllt, haben eine Region hinter sich. Mhm. Und das heisst, du kannst dich mit denen messen. Also aus Sicht von der Luzerner, wenn St. Gallen auf einmal sehr gut ist, dann findest du, hey, das müsste doch mir schaffen. Das müsste also, mir auf die, wo du, auf die du der Hässig bist. Und ja. Die sind wirklich, also die haben teilweise Aktionen wirklich unter alle Kanonen gegen sich, so fantechnisch, mit so Spruchbändern und komischen Aktionen. Also wirklich sehr bedauernswert, kann man so sagen. Bist du jemals Gefahr gelaufen, Richtung Basel zu kippen? Du sagst, du bist familiär auch in Sachen Basel vorbelastet. Ja, ich laufe immer Gefahr zu kippen, nicht nur im Fußball. Aber ja, das habe ich natürlich gehabt. Borderliner. Quasi eigentlich ein Grenzgänger. Ja. Mache ich auch mit Freude, ein Grenzgänger sein. Ja. In allen Belangen. Ich finde, Leidenschaft ist wichtiger als alles andere. Und das ist auch im Fußballfantum für mich nicht ganz klar, warum man nur für eine Mannschaft sein kann. Ich kann für zwei Mannschaften sein oder für drei. Ich bin zum Beispiel ein grosser Fan von Olympique Marseille, habe aber in Paris gewohnt, habe Paris auch nicht so schlecht gefunden. Weil du das in Paris gesagt hast, huiuiuiui, das ist gar nicht verstanden. Ja. Umgekehrt auch nicht. Und ich habe natürlich durch meine Mutter, die Baslerin ist, einen gewissen, und meine Cousins, die FC Basel-Fans sind, habe ich natürlich immer FC Basel auch nicht so uncool gefunden. Und ich finde auch immer noch das rot-blau kalbierte Shirt auch nicht so schlecht. Ja, ich habe viel auf Shirts geschaut. Die haben alles. Das haben wir auch schon besprochen. Das ist einfach das Steffen. Ja, das finde ich auch. Also das alte GC-Livre, das blau-weiß geteilte und mit der orangen Nummer hinten drauf, ist halt einfach schon hure geil. Ja, oder mein erstes IB-Shirt. Gelb, schwarze Kragen, schwarze Ärmel aus IB-Signet. Dann hat man noch keine blöden Sponsoren gehabt. Also ich meine, es fing immer noch zum Schluss an. Ja. Es ist lustig, wie du das jetzt gerade erzählt hast von Basel, dass das, weißt, die Gefahr so besteht. Es hat so klingt wie eine Fortsetzung von einer Star-Wars-Geschichte. Weißt, familiär irgendwo verbandelt und dann kommt so, es greift immer so nach dir. Genau. Ich bin dein Götti. Bei dir ist der Götti nicht dein Vater gewesen. Genau, mir ist die Götti gewesen. Ich bin dein Götti, das sind dein Götti. Das ist doch scheiße. Aber vielleicht kann man sagen, ich bin dein Gottvater. Das würde schon wieder kommen. Ich bin dein Gottvater. Ja, das geht. Würde ich schauen. Wenn der Bubi auf die dunkle Seite von der Macht kippt und plötzlich Basel Fan wird. Ja, sehr schrecklich. Ich bin im Fall ja wirklich erschrocken, dass die... Also ich habe, obwohl ich in Zürich gewohnt habe, erst sehr spät herausgefunden, dass die Rivalität zwischen Basel und Zürich überhaupt gibt. Also wirklich erst so, wo das Basel langsam wieder mit ein neues Stadion bekommen hat, dann wieder etwas war. Nachher gehst du mal auf Basel Spiel schauen und dann hörst du so die Sachen und findest so, ich glaube, die finden Zürich wirklich überhaupt nicht lässig. Und dann hat sich auch damals noch für einen Verlag geschafft in Basel. Und dann bin ich mit dem Herr, der schon ganz, ganz lang Basel-Fan ist, ein sehr distinguierter Herr, also bildet, nicht interessiert, super, mit dem ich dann go Match schauen, in Zürich im Hardturm, GC gegen Basel. Das waren die schönsten Spiele. Dann haben sich alle meine Kollegen, die wirklich GC-Fan waren, vorgestellt. Man plaudert vor dem Spiel, alles Wüste. Und dann ist das Spiel losgegangen. Dann fällt es 1-0 für Basel. Und dann kommt der auf und tanzt vor ihnen so an dem vorderen Tribüne. Okay. Mach dich beliebt hier. Das ist wirklich eine Rivalität. Aber wenn die Rivalität eben in einem Fußballstadion ausgelebt wird, finde ich es aber grossartig. Also gerade GC Basel ist ein gutes Beispiel in dieser. Nicht mehr ganz jüngst, aber jüngere Zeit, wo GC noch gut war und Basel auch. Da hat es immer in jedem Spiel, wo GC auf Basel drauf ist, mindestens 3 rote Karten gegeben. Ich mag mich noch gut an Mario Cantaluppi erinnern und Luigi Cabanas, die sich einfach gefetzt haben. Das war ja geil. Und dann, wenn zum ich finde einfach wichtig, wenn du zum Stadion auslaufst. Eben, ich habe das auch schon erzählt, ich bin dann der, der das Judas-Schild gehabt hat, das auf unseren Sitz gelegen ist, wo dann der Boris Miljanic als Basler zurück in Hardturm kam. Solange es im Stadion rein passiert, alles gut. Und sobald du zum Stadion auslaufst, muss das einfach vorbei sein. Und das ist dann bei den meisten halt nicht. Also ich bin auch schon mit dem Dominik Tiller übrigens, weißt du, was er da war. Er mit seinem Sohn, ich mit meiner Tochter, sind wir auf Basel. Gehen jetzt in Basel schauen und dann sind wir in diesem Family-Sektor gewesen, und dann hast du in der Nähe von der Muttenzer Kurve und dann läufst du nach dem Spiel hinten raus und dann kreuzest die, die von der Muttenzer Kurve rauskommen. Und dann sind wir bedroht worden, dass ihr euch traut da, und weil der Sohn von Tiller hat einen GC-Schal gehabt.
Und dann habe ich dann wirklich gesagt, ohne Scheiß, wirklich. Ja, aber das also jetzt bedroht der Kind. Mhm. Das sind Flachspritzen. Die gibt es überall. Die gibt es nicht nur im Fußballstadion, die gibt es auf der Straße. Ja. Sonst kannst du ja die Fasnacht oder die Zeppelin-Merit. Da gibt es immer Deppen, die nötig haben. Für die habe ich gar kein Verständnis. Ich sehe es genau so. Im Stadion darf man viel, und im Stadion darf man wenig. Das ist mein Missverständnis. Ich habe bei einem von meinen Cousins ein einziges Mal, das letzte Mal eingeladen worden, die Muttenzenkurve. Basel Eibe schauen. Und sie haben mir gesagt, gell, nimm dich zusammen. Ich habe gesagt, ich Baseldeutsch, das ist gar kein Problem. Ja. Und dann hat der Gügi, das vergesse ich nie, mit einem sehr Meter ein Goal gemacht. Ich glaube, wir haben sogar verloren, aber er hat das Goal gemacht. Und ich bin dieser Muttenzenkurve auf und gemacht, yes! Und in diesem Augenblick kann ich das machen. Ich denke, oh, jetzt ist blöd. Und dann sind meine Cousins mit mir. Ja. Muttenzenkurve fluchtartig, haben sie verlassen und ja. Draussen das Bier trinken. Und sie haben gesagt, Bubi, mit dir nie mehr. Und ich habe gesagt, das ist gut, ich habe verstanden. Aber das ist ein Reflex, den kannst du in dem Moment nicht unterdrücken. Aber da musst du auch nicht schauen, natürlich. Genau, das ist auch eine Provokation. Ich entschuldige mich jetzt gerade natürlich. Mit der Muttenzenkurve offiziell. Ja, sicher. Nie mehr. Ist auch eine Provokation. Sag mal, wie ist das mit Juve gekommen? Du bist ein Juve-Fan. Ich bin Fan vom schönen Fußball. Da werden jetzt ein paar Leute jetzt lachen, weil Italien nicht steht für das. Also für mich ist Italien gestanden für das. Für schönen Fußball. Du kannst den Ball annehmen. Und einen guten Stopp, okay. Aber du kannst den Ball schön annehmen und schön stoppen mit einer Bewegung, einem Tänzer gleich. Eine Grandette. Noch gut ausgesehen dabei. Und noch gut ausgesehen. Ja, ja. Ich bin auch noch die Haare hinter der Schleime. Das ist einfach der Style, der mir gefällt. Ja. Das ist der Platini bei Juve. Also ich meine, das war eine Zeit gewesen. Das ist Schiré. Dort haben sie ja wirklich noch schön gespielt. Dann haben sie schön gespielt. Mit Foniek. Genau, das ist für mich. Aber es ist natürlich um etwas anderes gegangen. In dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hat es eine Fußballmannschaft, Grümpelturniermannschaften gegeben. Jedes Dorf hat Grümpelturniermannschaften gehabt. Und die Kumpels von mir haben Juventus Turin Kerzers gegründet. Mhm. Und haben Juventus einen Brief geschrieben und die haben 10 Trikots in die Schweiz geschickt. Original-Trikots. Von Juve. Von Juve mit der Hose, der Stülpe. Und dann sind wir so an die Grümpel-Turniere. Das war das Vollgeschäft. Ja, ich durfte auch noch nicht mal mitspielen, weil ich zu klein war. Aber das Trikot ist einfach das schönste Trikot für mich immer noch. Schwarz-weiß gestreift, ja. Ist meine Welt. Und ich bin Juve-Fan seitdem. Ja. Wenn du so auftrittst an einem Grümpel-Turnier, dann machst du schon relativ unbeliebt gerade. So, okay, die müssen wir einfach schlagen. Genau. Die mit denen, ja, die so auftreten. Vor allem in dieser Zeit noch, ja, ja. Ist Italien noch schlimmer gewesen. Es hat noch weniger. Die einzigen richtigen Sekunden sind die Italiener gewesen, der grössten Zahl. Es ist so ein bisschen abgegangen. Von dort kommt mein grosses Liebesverhältnis zu Italien. Ich bin mit Italienern aufgewachsen, am Kreuzberg zu Kerzers. Apropos Kreuzberg, ist nicht der Karltal? Ist ja gleich. Auf jeden Fall Kreuzberg, Kerzers, nur mit Italiener und ich. Das hat mir wahnsinnig gefallen. Von dir kommt der Satz, du wolltest Italiener werden. Ja, das ist noch ein bisschen früher gekommen. Da ist einmal Bauarbeiter gegangen, wo mir im Schlagzeug gegeben hat. Ich habe meine Mutter gefragt, was ist das für ein Mann? Und hat sie gesagt, das ist Italiener. Ich habe jetzt einen Beruf. Ja. Genau das Werte, wo der ist. Ich wollte Italiener werden. Ich wollte Italiener werden. Und dann irgendwann habe ich gecheckt und gewusst, ja, es passt zu mir. Und der Kuno Launer hat nachher einen Song daraus gemacht. Ja, er hat mich aber, möchte ich schon sagen, vorinformiert. Er hat gesagt, Bubi, nehmen wir das an, zu machen einen Song. Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich, ich würde nie einen machen, ich könnte nicht. Zweitens kann ich nicht so gute Texte machen wie der Kuno. Da ist mir eine Ehre, dass er mir den Satz geklaut hat. Aber mir ist es ja wirklich wahr. Ja. Und ich wollte immer noch Italiener werden. Dann hättest du schon ein paar Weltmeistertitel. Das macht es viel einfacher. Ja, ist genau so. Ja, das sind bei uns auch, wir haben die beste Freunde, die Schulkollegen, und die auch gerade nebenan gewohnt haben, das war eine Italienerfamilie. Und die haben sich zwar überhaupt nicht für Fußball interessiert, aber sie sind halt einfach Italiener gewesen. Darum haben sie sich immer bei dem ein bisschen überlegen gefühlt, weil, hey, Weltmeister. Ich interessiere mich überhaupt nicht dafür, aber wir sind Weltmeister. Genau. Seid ihr an einer Endrunde? Wir schon. Ich habe dann immer, in der Panini-Albe, in der WM-Albe, ist bei jeder Mannschaft sind immer die Resultate der letzten 3 Jahre drin gestanden. Freundschaftsspiel, Qualifikationsspiel, alles. Und dann habe ich dann irgendwann gesehen, ich glaube, WM86 war es, dass irgendwann die Italiener mal offenbar im 83 oder so gegen damalige Tschechoslowakei verloren haben. Und da mein Vater Tschech war, konnte ich nachher zu den Italienern gehen und sagen: So, zack, jetzt! Wir sind besser! Wir sind besser, ja. Sehr schön. Sehr schön. Ja, das ist Italien. Ja, also ich bin so aufgewachsen in einer Blocksiedlung, wie du sagst. Das ist, heute sind viele Menschen aus dem ehemaligen Balkan in dieser Blocksiedlung. Und damals, als ich aufgewachsen bin, sind halt ganz, ganz viele Italiener. Ja. Und ich bin mit Italienern aufgewachsen. Und bei Italienern zu Hause hat es einfach auch anders geschmeckt. Das ist so. Ah, Food ist einfach wahnsinnig. So eifersüchtig war, wie es geschmeckt hat. Die haben einfach, was die für Sachen zu essen hatten. Die haben einfach geniessen und die haben auch den Fußball zelebrieren. Genau. So wie Italiener den Fußball zelebriert haben, habe ich es in meiner Jugend von Schweizer nicht gekannt.
Und sie haben auch Sofa eingepackt in so einer Plastikfolie, ja. Was ich wirklich bei unseren Nachbarn nie verstanden habe. Nie. Stimmt. An Weihnachten haben wir es auspackt, dann haben wir darauf sitzen. Höchstens. Ein, zweimal im Jahr zu festlichen Angelegenheiten. Das ist schon dreckig. Ja, das erste Mal, als ich dort war, habe ich gemeint, sie hätten es halt vielleicht gerade überkommen. Es ist noch nicht auspackt. Und dann mit der Zeit gefunden, das ist so. Ich weiß nicht mehr warum. Nationalitäten-Klischee. Die Italiener packen ihr Sofa nicht aus. Genau. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ganz jung. Nein, ich bin auch ein Neunig. Also, ich habe sicher früher das Bauen gerne gekickt. Also, das Bau hat mich immer fasziniert. Oder Böcke oder Bau. Mhm. Plus Ski, gebe ich zu. Aber ich bin auch ein grosser Hockey-Fan, apropos Tschechen. Grossartige, immer wieder eine grossartige Hockey-Nation zum Zuschauen. Das möchte ich jetzt noch schnell sagen. Aber Spass beiseite, Ernsthaftigkeit beiseite. Ich habe, wie viel auf dem Land, wir müssen entscheiden, gehe ich in die Pfadi oder gehe ich in den Fußballclub. Und aus moralischen Gründen habe ich mich für den Fußballclub entschieden. Nein, bin ich Kumpel, sie auch Fußballspieler, dann bin ich halt auch Fußballspieler. Das kennt wahrscheinlich ganz viel, oder? Gruppendruck, ja. Ganz klar. Ja. Ein Jahr Wölfli, ich bin gar noch getauft worden. Ganz schlimm. Grusig. Ja, grusig. Grusiger Name. Was war denn im Pfadi-Name? Darf man den nicht sagen? Darf man den ja, sagen? Mo, das darf man schon sagen. Schissler. Ja, nein, das wäre ja cool gewesen. Nein. Ja, ich habe gemeint, ich heiße Rabbi. Rabbi. Sie haben dann gesagt Rabbi. Und im Nachhinein, wenn ich sehe, wie das geschrieben ist, ist R-U-B-Y, also Ruby, da kommt dann einem gerade der ehemalige AC Milan Präsident Silvio Berlusconi in Sinn. Bunga Bunga, Ruby. Ah, so Ruby. Jetzt schon ein Song von den Stones. Du hast schon wieder Ruby Tuesday singen, gell? Genau. Ja. Nein, ich einfach Rabbi. Weißt, die anderen haben Geronimo geheißen, Banda und irgendwie wie Indianer oder sonstige Kämpfer. Ich habe Rabbi geheißen. Und das war, glaube ich, mit dem Grund, wo ich mich entscheiden zwischen Fußball und Pfadi, dann doch lieber zu shooten. Jetzt hast du einen neuen Übernamen erkämpfen können. Nein, dann nie einen. Nicht? Die Eiche? Nicht? Oder so. Ja. Okay. Knochenbrecher oder so. Ja, sehr gut. Ja. Mein Vater hat gesagt, Pfadi ist paramilitärisch, da gehst du mir nicht her. Ah, ehrlich? Ja, nicht ganz so, aber ja. Ich erzähle es aber so. Die haben Uniformen. Genau, hat man nicht, Uniformen im Fußball. Fertig. Ja. Man ist ja nicht uniformiert. Eigentlich hat man schon Uniform. Ja. Darum ist es im Nachhinein so lustig. Wenn auf der Uniform eine grosse Zahl vom Rücken steht, dann ist es etwas anderes. Zwar haben sie mittlerweile sogar in der Freizeit, haben sie ja Uniformen an. Sie sind ja, es gibt ja schon den Fußballer-Look außerhalb vom Fußball. Ja. Also ich habe das Gefühl, die besseren Fußballer erkennt man auch schon aufgrund von ihrer Kleidung. Und der Tätowierungen. Und Tätowierungen. Ja. Und der Übersteiger. Übersteiger. Den machen sie am Flughafen, habe ich gehört. Du bist kein Fan von Übersteiger. Ja, das ist ein richtiger Schwachsinn. Das regt mich aus, es sieht auch nicht schön aus. Das ist etwas für Weichei. Ich kann es nicht anders sagen. Als ich geschaut habe, habe ich vorher schon gesagt, die hätte ich weggeputzt. Eine rote Karte. Dann hätte ich gesagt, schau, das tut dir jetzt einfach weh, das macht man nicht. Und dann sieht es auch noch scheiße aus. Eine schöne Körpertäuschung. Kein Problem. Eine schöne Finte. Aber du meinst die Endlosen? Ja, die Endlosen. Ja. Einer ist kein Problem. Ja, so die Denilson. Ja, Denilson. Ja, der macht teuerste Spieler von der Welt. Der hat einen Weltrekord für einen Transfer gehabt zu Betis. Der hätte ja nichts anderes können als linke Nicken ablaufen und 50 Mal. Das ist so schrecklich. Aber der CR7 macht das auch. Ja, aber dann hat er oft Zocken gegeben. Der macht es meistens nur zweimal und dann zieht er auch durch, oder? Gut, mittlerweile nicht mehr. 1, 2, 3, 4 und dann geht er. Mhm. Und es sieht sogar bei ihm und beim weltbesten Fußballer sieht es scheiße aus. Ja, es sieht scheiße aus. Und wenn er zu Juve kam, habe ich gedacht, bitte, sagt ihm jemand, macht man es in Italien nicht. Es geht auf Zocken. Er macht es weniger, aber er ist auch nicht mehr so gut. Vielleicht sind die Verteidiger auch besser. Das könnte sein. Du kannst auch schon rumtanzen. Ah, die Italiener tun dir einfach die Verteidiger schneller weh, wenn du das eigentlich machst. Vielleicht. Ja, früher hat man ja gesagt, sie sind die besten ausgebildeten Verteidiger. Das kann man heute sicher nicht mehr so sagen, aber das hat man mal gesagt. Und es ist sicher eine Zeit lang so gewesen, dass Italien die besten ausgebildeten Verteidiger. Da hat man gesagt, Sticky Taka, oder wie das heisst, Takatuka-Lamp von der Spanier, hat es von mir aus gesehen, ohne AC Milan nicht gegeben. Die Italien hat man gesagt, wenn der einen Ball hat in der Innenverteidigung, läuft der linke und der rechte Aussenback, die sind schon am Säckchen, die sind auf der Mittellinie, sie sind in der Schweiz. Haben sie noch einmal geschaut, dass der den Ball hat? Mhm. Das war Italien für mich. Links und rechts, die erste Mannschaft, die die Aussenbacks einbezogen hat, war für mich eben die italienische Mannschaft. Das haben sie schon im 82. Ja. Genau. Haben sie schon gemacht und haben sonst niemand gemacht. Da konnte die Engländer noch zuschauen, weil sie den Ball noch mit Bäumen und nachsäckeln. Haben die Italiener schon drei Abwehrkette gemacht, als sie im Rückstand waren und dann wieder auf vier gewechselt. Das hat mich wahnsinnig gut gemacht. Ich bin ganz ehrlich, immer noch Fan von dem. Nicht vom Catenaccio. Und Übersteiger gibt es natürlich in Italien schon weniger. Das ist schon so.
Es sieht echt nicht gut aus. Entweder es ist Spaghetti, es sieht gut aus, oder es ist Spaghetti, es ist scheiße. Das ist eine ästhetische Geschichte. Dass die Italien ist die alles eher eine ästhetische Geschichte. Alles. Vielleicht haben es aber auch vielleicht haben es halt Verteidiger, die früher ihren Stürmer sagen, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Genau. Es hat, wo Tasmania, Berlin in der 60er Bundesliga aufgestiegen ist, die haben nichts können, also absolut überhaupt nichts können, aber sie haben einen Verteidiger gehabt, den Heribert Finken. Und der hat sich immer vorgestellt beim gegnerischen Stürmer mit dem Namen, mit dem Spruch: Mein Name ist Finken und du wirst gleich hinken. Fantastisch. Sie sind zwar gnadenlos abgestiegen, aber der Spruch hat sich geschafft. Ja, und Tasmania Berlin ist dann ein überleistet schon zweimal. Ist dann überleistet schon zweimal mit der Übersteigung. Tasmania Berlin wird ja jetzt immer wieder genannt, aktuell, weil Schalke unterwegs ist, Richtung Tasmania Berlin. Genau. Nämlich 17 Spiele am Stück nicht gewonnen. Mhm. Ah, schau jetzt, das ist das Mann in Berlin. Irgendwie so etwas. Aber der mit den Finken ist richtig gut. Da dachte ich, sage, ich heiße Finken, du kriegst gleich auf diese. Aha, aber nein, du wirst gleich hinken. Richtig gut. Und die Italien ist sicher so, dass gewisse Leute dann gesagt haben, Jungs, wenn ihr das macht, tut es weh. Ich finde, es gibt zwei rote Karten im Spiel im Moment. Tasmania, die Frustpfälze, ja. Meinst du so, die? Ja, ich meine nicht Beleidigung aus Späuen und anhauen, sondern... Mhm. Du wärst für mich rote Karte? Ich bin einfach für eine anständige Blutgrätsche wieder mal. Man regt sich ein bisschen auf. Das, wenn man schon rumliegt, dann soll man Grund haben. Das finde ich so noch ein bisschen anständiger zur Sache. Und dann aber auch Konsequenzen tragen und mit Rot vom Platz gehen. Ja, und zwar nicht sagen, ich wollte verletzen, sondern es hätte jetzt müssen sein und er gehen. Das sind dann die, die so zu dieser Grätsche ansetzen und dann schon aufstehen, schon richtig die Kabine landen. Nee, genau. Musst du gar nicht umgehen. Ja. Ist okay. Ja, ist okay. Aber mir ist klar. Der hat es auch gebraucht. Ja. Er weiss, er kommt rot über. Ja. Er schaut gar nicht mehr. Genau. Ja. Es muss rot geben. Es hat jetzt gerade aktuell ganz das Gegenteil von einer roten Karte gegeben in einem Penaltyschiessen in der Major League Soccer, glaube ich, in einem Viertel, nein, in einem Achtelfinal. Die haben ja das Playoff-System. Mhm. Orlando war das, glaube ich. Die hat Adrian Winter gespielt. Voilà. Hallo, geht's? Siehst du jetzt? Die waren im Penalty-Schiessen und dann hat der Goalie von Orlando hat irgendwie den zweiten oder dritten Penalty gehabt, hat sich aber zu früh bewegt. Der Schiri hat den Penalty wiederholen lassen, hat dem Goalie die Gel gegeben, weil der Goalie im Spiel schon eine Gel gehabt hat, hat er ihn vom Platz, im Penalty-Schiessen vom Platz gestellt. Dann wollte Orlando einen Ersatzgoalie rein tun. Für den Rest des Penalty-Schiessen haben auch gemerkt, sie haben ihr Wechselkontingent schon ausgeschöpft. Und dann hat es wieder mal die grossartige Geschichte gegeben, dass irgendein Verteidiger musste Goalie-Händchen anlegen. Sie haben, glaub, gesagt, und der Satz vom Coach war, wir haben ihm die Händchen gegeben und gebeten. Und man kann sich vorstellen, was passiert ist. Er kratzt den entscheidenden Penalty und Orlando qualifiziert sich. Ich habe jetzt gerade wieder Hühnerhaut. Fußball ist einfach das grossartige Spiel, oder? So gut, aber so von wegen dumme rote Karte, das ist definitiv eine. Auf jeden Fall. Immer eine Penalty schiessen, die gelbe rote Karte. Es hat mich jetzt gerade an etwas erinnert. Ich habe mal für ein Fußballfilmfestival habe ich mal so eine Show gemacht und musste mich durch die schlechtesten Fußballfilme von allen Zeiten quälen. Und da gibt es wirklich ganz schlechte. Und es gibt eben einen, der ist wirklich sehr weit oben auf dieser Liste, der heisst Air Bud World Pub. Und es ist ein Hundefilm, der aber im Fußballbusiness spielt, im Frauenfußball. Und dort ist auch so ein WM-Final, USA gegen Norwegen. Und das ist mit der richtigen US-amerikanischen Frauennazi, die ja doch sehr, sehr, sehr gut ist. Mhm. Und dort verletzt sich dann die Goalkeeperin von den Amerikanern und als Ersatz mit ihnen. Sag's nicht. Doch. Der Hund. Nein. Oh. Irgendein Collie. Und er, ist der wenigstens ein Weibli? Ich weiß es im Bad nicht mehr. Nein, Bad. Er heisst wahrscheinlich Bad. Und er hebt natürlich auch den entscheidenden Penalty. Und ich habe mich vor allem gefragt, als ich das geschaut habe, so, die amerikanische Frauennazi, die dort mitgespielt hat, die bringt also das Bild. Im Fall ist okay, weißt, man kann im Fall auch einen Hund ins Bosch. Ist genau gleich. Ein Zeichner, der Hund. Wieso hat die denn mitgespielt? Ist grossartig. Es ist leider nicht zeichnet, es ist ein richtiger Hund. Ah, sicher? Ja, ja. Ah, ist nicht so ein Disney-Trickfilm? Nein, es ist ein richtiger Hund. Oh nein, jetzt wird es wirklich schlimm langsam. Schaut den mal. Den hast du nicht freiwillig geschaut, oder? Das eben für das Festival. Ja. Ich habe Führer gespielt, ich muss sagen. Das ist wirklich schlimm. Ja, die Liebesgeschichte hat man zwischen dem Hund und der Goalkeeperin überspringen und direkt gerade zum Penaltyschießen gehen, ist ja logisch. Von wegen Tasmania ist mir gerade in den Sinn gekommen. Das tönt wie ein Fußballclubname in einer Alternativliga. Alternativliga ist auch geshootet, gell? Ja, wir haben Vorbild von den Zürcher, haben wir in Bern eine Alternativliga gegründet. Ich weiß nicht mehr, das ist lange her. Und ich war dort Gründungsmitglied als Captain von der Black Panthers, der Mannschaft, die ich mitgeshootet habe. Das war super gewesen. Jahrelang haben wir Alternativliga gemacht. Das gibt es immer noch, selbstverständlich. Ja, ja. Ich bin einfach jetzt.
über das Alter raus. Ist das so die Zürcher Alternativliga, wo du, Meme, ja auch mal präsidiert hast? 2, 3, 5, 17, 28 Jahre? 14, glaube ich. Wow! Ja, ja, doch. Dass die offensichtlich sogar noch Vorbild war für andere? Steht. Ja, für gibt es eigentlich in jeder Stadt fast mittlerweile. Ja. Also in jeder grösseren Stadt gibt es das. Also aber die sind, glaube ich, schon die Ersten gewesen, oder nicht? In der Schweiz, ja, definitiv. Definitiv. Also vor allem, ich glaube sogar, in Europa hat es nur eine, die noch älter ist, in Bielefeld. Okay. Dann schon Zürich. Ja. Ist das auch da, wird jetzt zum zweiten Mal den Namen Dominik Diller erwähnen in diesem Podcast, wo uns erzählt hat, er ja auch Musiker gewesen, auch mit seiner Band umgezogen und Fußballfan in seiner Jugend. Und er ist dann so ein der Freak gewesen, der sich verabschiedet hat, neue Beiz, und ist das Nazi-Spiel schauen, und alle haben das total uncool gefunden. Ist das in der Berner Musikszene später dann in dem Fall nicht gewesen? Das Fußball uncool ist. Fußball uncool. Also, wo wir die Alternativliga gegründet oder die ersten Rock'n'Roll Cups mitgeschaut haben, war Fußball noch relativ uncool in einer gewissen politischen Szene. Ja. Da hat man gefunden, Dumpfbacken, die Fußball schauen und nationalistisch drauf sind. Und das in welchem Jahrzehnt sind wir jetzt da etwa? Oh, das ist eine gute Frage. Ich hatte so ungefähr. In den 90er. Ja, 90er schon? Ja, ja. Ich glaube, Anfangs 90er ist das passiert. Ich bin aber nicht mehr sicher. Es ist alles ein bisschen im Nebel dann. Was passiert ist mit mir dann. Aber, ich glaube, es sind 90er gesehen. Und dann war es noch nicht so cool, Fußball zu schauen. Dann hat man sich nicht vorstellen, dass ein alternatives Kulturzentrum Fußballmatch überträgt. Das heute zum Glück gang und gäbe ist. Und ich glaube auch, das hat dem Fußball sehr gut getan, dass linke Fußballfans hergestanden und gesagt haben, das ist im Fall unser Spiel, das ist nicht nur unser Spiel. Wir können ja Fred Perry T-Shirts anlegen, ohne dass wir Faschos sind. Mhm. Das war sehr wichtig für mich, wirklich, weil ich finde, Fred Perry ein paar gute Sachen gemacht hat, zum Beispiel. Das war wichtig für mich. Und dann ist es noch nicht ganz so cool gewesen, und, aber es ist relativ schnell ist das cooler geworden und zum Glück besser geworden. Und die Alternativliga, sicher zu Zürich, auch so gewesen, wir sehr so viele Frauen dürfen mitspielen. Und es war sogar ein Wunsch, dass Frauen mitspielen. Und das hat im Ganzen natürlich andere Dimension gegeben, als das manchmal sehr peinliche Männer gehabt, von wegen, wer nicht gewöhnt ist, weich oder so irgendetwas. Das hat sich der Alternativfrage viel weniger gegeben. Klar hat man wohl gewonnen, aber das hat mir gefallen. Es hat mir gefallen, dass der Fußball nicht so in eine andere Richtung ist gegangen. Und das, Hunde haben das dafür mitgemacht bei euch? Hunde haben manchmal einfach mitgemacht. Weil irgendwelche Punker ihre Hunde haben mitgenommen, also nicht im Griff hatten nach dem 16. Dösli Bier. Und dann ist noch einer auf eine Pizza, aber das passiert ja der Tour de France. Ja. Und das passiert auch im Fußball immer wieder. Marder und so. Ja. Leider schon lange nicht mehr. Ja, das kommt nicht mehr so oft vor. Doch, es hat ein Spiel gegeben, vor etwa 2 Jahren in Mexiko, wo zuerst ein Hund aufs Feld war, dann mussten sie wegtun, dann haben sie den endlich weggehen, dann ist gespielt worden, 2 Minuten, dann war eine Katze da. Was verbringen die alles ins Stadion? Das ist sehr geil. Ich in einer ganz vagen Erinnerung habe ich noch irgendeine Kuh, die sich auf einer Tribüne um... Du meinst den Stier Maradona? Ja, was ist im letzten das? Grund. Im letzten Grund? Ja. Was ist der passiert? Den haben sie als Maskottchen präsentiert, der FC Zürich. Unter dem Sven Hott ist das gewesen. Und den haben sie halt präsentiert und dann hat er sich losgerissen. Und ist dann auf die Tribüne drauf. Okay. Überall ist, ja, genau. Das ist, und zuerst ist er noch auf dem Platz. Wie gefährlich. Und sind alle Spieler sind weggesäckelt, außer der Wilko Hellinga. Weiss nicht, ob der noch kennt. So, nach einem Finn. Das ist einer, der wahrscheinlich dein Spielstil würde praktizieren. Das ist wirklich unter einer beibeinigen Grätsche auf Kniehöhe ist bei dem wirklich nichts gegangen. Bei St. Gallen und bei Zürich gespielt. Und sind alle weggesäckelt, nur der Wilko Hellinga ist der. dann hat wahrscheinlich der Muni Maradona hat dann so fest Angst vor dem Wilko Hellinga, dass er sich dann auf die Tribüne da geflüchtet hat. Riesengeschichte, das habe ich nicht gewusst. Ja, sind wir schon mal einem Stier begegnet? Ich habe ja, also, das gebe ich, bis lang, weit in meine Jugend rein, habe ich das Gefühl gehabt, Stiere sind einfach die Kühe mit Hörnern. Das sind Stiere. Ja, das ist einfach, wenn das Männchen hat Hörner und das Weibchen hat keine. Und irgendwann bin ich mal auf einem Bauernhof gewesen und dann habe ich einen richtigen Stier gesehen. Und habe dort realisiert, fuck, der Stier ist ja doppelt so gross wie eine Kuh. Mindestens. Wenn du einem Stier gegenüberstehst. Also ich wäre auch nicht der Wilko Hellinga gewesen, der am Stier... Es gibt nur einen Wilko Hellinga. Ich sage, der Wilko ist auch ein ganz, ganz erstaunlicher Mensch. Rührt ihm ein rotes Tuch zu, oder machen wir Stierkampf? Tier, wie sind wir jetzt auf Tier im Fußballstadion gekommen? Ah, wegen dem Fußballmatchspiel. Ah, genau, ja. So ist es irgendwie gewesen. Wegen Hund. Ja? Komm, wir kommen mal noch ein bisschen auf fußballerische Aktualität. Okay. Wir haben einen treuen Hörer, das ist der Gianduri Vinzenz. Mhm. Das ist der SRF-Bundeshausredaktor. Das ist unser Maulwurf im Bundeshaus. Wo uns erstens immer wieder Feedback gibt und mir damit so Informationen steckt.
Und wo nur wir bekommen. Nur wir. Ja, das, ich bin so stolz, dass ich hier bin. Also, das Politikressort kommt nichts mit. Weißt? Alles im Bundeshaus kommt direkt zu uns. Das, was also zuerst zu uns. Und was wir dann brauchen, das kommt nach dem Echo der Zeit. Genau. Etwas so läuft. Also, wahrscheinlich hat man das können sehen. Ich habe es nicht gesehen. Der Ueli Maurer bei der Pressekonferenz, wo nachher natürlich, also der erste Satz von John Duri, den er mir per Mail geschrieben hat, ja, sind er wieder mal. He? Blödes Timing. Wir reden gross über Enfant perdu, die Beiträge, die diskutiert wird für die Vereine, und wahrscheinlich gibt es keine. Und einen Tag später kommt der Bundesrat und sagt, es gibt Enfant perdu Beiträge auch für Fußball. Es klingt immer wie Enfant perdu. Ja, es geht genau das Gleiche. Der Macher Französisch ist wirklich kein Zweiter. Er sagt, das verlorene Kind. Das bin ich aber im Zentrum in Freiburg. Enfant perdu. Der kleine Martin sucht seine Mami. Ja, okay. Entschuldigung. Das ist ein schöner Film, oder? La Cité des Enfants perdus. Ja, das stimmt. Ja, ist sehr schön. Nicht, du hast nicht falsch gesagt, aber ich habe gerade so gedacht, wie geil ist Enfant der Bund sagt, ein paar verlorene Kinder für jeden Club. So. Ja, jeder, der ein Kind verliert, kommt dafür eine Entschädigung über. Ist doch okay. Falls euch ein Junior abhanden kommt, wir erstatten euch den zurück. Genau, mit der Depot. Mit Geld. Bedingungslos Grundeinkommen ist jetzt endlich durchgesetzt. Liebe Online-Kommentierer, ist das genug Trash-Talk und genug wenig Fußballkompetenz aktuell? Ah ja, Fußball. Also du hast jetzt Fußball wollen sagen. Fußballkompetenz. Der John Duri Witz. Haben wir mitbekommen, dass der Ueli Maurer bei dieser Pressekonferenz die hohen Spielerlöhne verteidigt hat? Und dann hat er mir einen Link geschickt zu dem Ausschnitt, wo der Ueli Maurer wie sagt, sind nicht zu fies mit den Spielern, die viel verdienen? Ich will ja nicht die hohen Löhne verteidigen, aber doch zu bedenken geben, wenn jemand bei uns 500'000 Franken verdient, verdient er das vielleicht während 8 Jahren oder vielleicht nur während 6 und dann ist seine Karriere vorbei. Und in dieser Zeit geht er hohe gesundheitliche Risiken ein, wenn er auf diesem Niveau spielt und verdient. Also nur Neidkultur und diesen Betrag im Auge zu behalten, wird der Sache nicht ganz gerecht. Ich habe immer gemeint, der Bundesrat steht auf der anderen Seite und er hebt den Mahnfinger und sagt, weil eine Bedingung ist ja auch, die müssen die Spitzenlöhne runterbringen, nur dann kommen jetzt die Affant-Perdue-Beiträge. Entschuldigung. Der Ueli Maurer? Ja? Bist du der Advokat vom Spitzenverdiener im Fußball? Ich komme überrascht, aber er hat es eigentlich schön gesagt, oder? Es ist nicht falsch, was er sagt. Es betrifft auch nicht so viele, die 500'000 verdienen. Das sind ja auch nur eine grosse Minderheit. Ich finde es schwierig, wenn man das dann so verteidigt, mit sie gehen hohe gesundheitliche Risiken. Wir haben in der Alternativliga gespielt und wir sind nicht so entlöhnt worden. Und es war wesentlich gefährlicher. Deutlich gefährlicher, das ist wirklich gefährlich. Eigentlich sollte man der Alternativliga den Geld geben, zwar jetzt. Und du bist da jetzt ja auch leicht G-benachteiligt angekommen. Du hast dich sicher auch verletzt beim Profifußball. Ja, mit ein paar Profifußballspielern wieder mal probiert, ein bisschen zu kügeln. Dann hat mich einer von hinten verwutscht und dumm hat dumme Sprüche gemacht. Das war verdient. Aber es tut weh jetzt. Warte. Und die wahre Geschichte? Ich habe probiert, ein Seilkumpen ohne Seile zu machen. Das haben wir ein Video gesehen, dass einer so. Ich dachte, das mache ich. Also ohne Seilkumpen? Ja, ich mache mit Seile nicht Seilkumpen, das ist doch lächerlich. Nein, ich das probiert, ich weiss, ich mache mir jetzt selber lächerlich. Beim Seilkumpen Karaoke sozusagen. Hast genau. Hast du nicht verletzt? Wie Luftgitarre spielen? Ja. Dann, weißt du, ich hatte so die Hände so schön. Ich kann es jetzt nicht vormachen. Ich kann es schon vormachen, ich kann nicht mehr kumpen. So, nicht probiert, genau. bin ich auf der einen Wade gelandet, es war zu gedäng. Seitdem kann ich nicht mehr richtig laufen, ein kleines Mistchen. Hat sich der Serdan Shaqiri echt so verletzt? Es ist der Running Gag. Alle 3 Wochen können wir ihn wieder bringen. Der Serdan Shaqiri hat eine Muskelverletzung. Ja. Er ist von der Nazi... Nein, das Schöne an dieser Geschichte ist, es geht ja noch viel besser. Der Serdan Shaqiri kommt von der Nazi zurück auf Liverpool, trainiert mit Liverpool, fühlt sich nicht wohl, heisst es, im Training. Dann sagt man ihm, ja, mach Pause, lässt sich untersuchen und man stellt fest, er hat einen Muskelriss schon 6 Tage her. Er hat es nicht gemerkt. Gut, wenn man so viel Muskel hat, muss man schon relativ lange suchen, bis man den Riss findet bei ihm. Kann man schon vorstellen. Und er ist einfach so super trainiert, dass er merkt das nicht. Wir würden wahrscheinlich 2 Tage flach liegen und sagen, ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Muss man schon sagen. Ja, er hat sich auch unwohl gefühlt. Ja, unwohl ist noch etwas anderes. Ich mit dem Muskelriss. Hast du schon mal eine Muskelverletzung gehabt, die du nicht gemerkt hast? Vielleicht in der Zunge, aber sonst sicher noch keine. Das ist viel zu fest weh. Also nur schon das kleine Fürzchen, das ich da habe, es ist mühsam. Ich habe einen Stock mitgenommen. Ich dachte, ich komme nur aus dem Zug raus. Total peinlich. Ja. Aber mir tut der Scher dann natürlich leid.
Ich meine, solche Spieler habe ich natürlich eigentlich gern vom technischen. Absolut. Er macht sicher auch mal einen Übersteig ab und zu. Ja, aber es hat so kurze Beine, es geht nicht so schlimm aus. Bei mir ist es fast schöner, finde ich. Aber mir gefällt er als Fuss. Was ich nicht verstehe, das Einzige mit Pekovic, warum sie ihn nicht von Anfang an seine Karriere jetzt 10 gebracht hat und gesagt, du bist unser Spielmacher. Das ist nämlich das, was er machen muss. Dem gefällt er mir. Darum tut er mir ein bisschen leid, aber es ist wirklich langsam ein Running Gag. Hoffentlich hat er seine Karriere nicht kaputt, dass er die ganze Zeit das Muskelfaserlied kaputt hat. Keine Schadenfreude. Gute Besserung an dieser Stelle. Wir brauchen den Sheran Shaqiri. Man hat das Gefühl, eventuell wäre jetzt gerade, jetzt hat er auch hin und wieder mal gespielt bei Liverpool, wäre vielleicht wieder etwas möglich gewesen. Und immer dann, wenn es ein gut anfängt zu laufen für ihn, kommt wieder eine Muskelverletzung. Mögen Sie noch an die beste Verletzung erinnern, die ich mir mal gesehen habe, an Elka? Was sich verletzt hat, hat es geheißen, er vom Fernsehtischli. Stimmt. überdehnt beim Beistrecken. Was überdehnt? Er hat Fernsehen geschaut, auf dem Fernsehtischli, hat sich den Scheichen kaputt gemacht, konnte jetzt nicht shooten, weil er sich überdehnt hat, auf dem Fernsehtischli. Ich dachte, das ist mal eine Verletzung. Da ist mein Seelenkumpel fast schon wieder cool. Liebe Mobiliar. Es hat noch den Santiago Canizares gegeben, der spanische Goalie, der die WM verpasst hat, weil er Aftershave, glaube ich, hat im Badzimmer nach einem Flasche abgehört und irgendwie eine Sehne durch. Warst du ein guter Goalie? Ja, aber da bist du gläubig, oder? Das muss dann wie ein Schicksal sein, das dir das Zeichen geben will. Das ist nicht das Netzzeichen. Nein. Wirklich ungläubig. Ja? Oder wirst du ungläubig? Lieber Gott. So nicht. Meinst du das wirklich ernst? Ja, es hat schon viele schlimme oder komische Verletzungen gegeben. Ich habe noch einen von Uli Maurer. Warte schnell. Ah ja, genau. Du hast eine Verletzung von Uli Maurer? Nein, nur schnell, um den Uli Maurer noch abschliessen, wie er dann sein Votum pro Spitzenlöhne im Fußball abgeschlossen hat. Ich habe übrigens gern natürlich Leute, die gut verdienen. Als Finanzminister, die zahlen dann auch Steuern. Das nur nebenbei. Ich komme ihn immer gerne rüber. Ja, das ist so etwas wie Humor gewesen, oder? Du, der läuft so höchst vor. Ja. Aufs Ende von seiner Amtszeit. Ja. Das passiert noch in der Bundesrat. Ja, irgendwie, jetzt nimmt es lockerer. Ist das altersmilde? Ich glaube es, ja. 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 Der Moritz Leuberger hat auch aufs Alter angefangen. Nein, der ist gätzig geworden aufs Alter. Das gibt es ja. Es gibt ja die, die immer mehr so werden, wie die beiden Typen in der Muppet-Show oben im Balkon. Ja. Und dann gibt es die, die immer lustiger oder netter oder lieber werden. Das heisst gätzig. Kreisgrämig. Ja. Ah, Zürcher Ausdruck. Ich hätte jetzt recht lang müssen suchen, um eine adäquate Übersetzung für Gätzig. Also zickig auch ein bisschen, oder? Zickig, ja. Gätzig. Okay. Kommt Gätzig von Gatzo? Vom Gatzo muss dann so ausgesprochen werden. Nicht italienisch, sondern... Ich weiss, jetzt ist der Trash-Talk genau dort, wo ich ihn liebe. Ist das noch so? Das haben sie mal eingeführt in Italien. Ich weiss aber nicht, ob die Regel noch gilt. In Italien hat es ja für Gotteslästerung rote Karte gegeben. Ja. Ist das immer noch so? Ich glaube es. Das ist vor etwa 4 oder 5 Jahren eingeführt worden. Also du kein Fluch mit Dio. Genau. Alles Dio, andere mit Müttern und so ist alles okay gewesen. Mit Schwestern vom Sidan sowieso. Das geht alles, aber Gott hat Hausverbot bei der Frühe. Der Materazzi hat gar nicht am Sidan seine Schwestern beleidigen, sondern hat irgendeinen Fluch loswerden und hat gemerkt, etwas mit Dio sagen, deine Mutter, Schwester. Genau, so ist das, glaube ich. Ja. Und dann hat es rote Karten gegeben. Es gibt rote Karten für Gotteslästerung. Immer noch? Ja. Ich weiß eben nicht, ob das noch so ist. Aber ich bin nicht sicher. Ich habe gemeint, es ist immer noch so, wenn du etwas mit Dio falsch sagst, macht es Italien das Gedanken direkt rot, so wie in England, wenn du zu laut sagst. Ist das ein Schiedsrichter, der abpfiff hat? Und ah ja, fuck that me. Was laut. Rot. Ehrlich? Also ein Spieler hat das gesagt zum Schiedsrichter. Der Schiedsrichter hat pfiffen und der Spieler hat gesagt, fuck that was laut. Ja. Ja. Geflucht. So nicht. Ist schon länger her. Ja. Aber ist ja schön. Relativ humorlos. Ist schön. Ja, Schiedsrichter sind meistens komplett humorbefreit. Ich habe eine Szene, ich weiß nicht, ist das auch schon Monate, wenn nicht Jahre her, wo ein Schiedsrichter Humor bewiesen hat. Dann ist ihm die rote Karte zu der Viertelklasse rausgeht. Und dann ist sie am Boden gelegen und ein Spieler hat sie aufgelesen und ist zum Schiri gelaufen und hat ihm sie gezeigt. Ah, sehr schön. Und dort kannst du auch sagen, der andere Schiedsrichter hat jetzt wenig Humor gezeigt, wahrscheinlich verwandt. Auf jeden Fall. Ich stell mir gelacht und hat sie entgegengenommen. Ich stelle mir gerade vor, dass wahrscheinlich ist es in Italien so, sie haben den VAR und neben dem VAR sitzt noch ein Priester oder so. Und der überprüft dann noch, ob das gerade noch durchgeht mit einer Lippe, mit einem Lippenleser neben, wo ich übersetzt. Dann müssen wir sagen, Engel, darf man Engel. Lassen wir noch mal durchgehen. Das ist egal. Der Priester sitzt in einem Beichtstuhl. Ja. Ja, und wenn du mit Rot vom Platz fliegst, musst du noch beim Priester vorbeigehen, genau. Deine Beichte abgeben. Sie haben ja dann gerade gesündigt. Eigentlich schon, ja. Du musst gerade direkt. Kommst du dann trotzdem eine Spielsperre über? Oder hast du sie dann schon abgesessen, automatisch mit dem Ave Maria? Ein Tag in die Hölle. Ist nicht
Jetzt fällt er jetzt total aus, aber das ist ja egal. Jetzt haben wir ja das müssen einlösen, dass wir wieder ein bisschen inkompetenter in Sachen Fußball werden. Mhm. Italien ist sowieso ein grossartiges Fußballland, weil einfach so schöne Sachen. Also schön. Ist nicht im San Siro oder im Giuseppe Meazza, je nachdem, wer Heimrecht hat, Milan gegen Inter, wo einer eine Vespa von den Tribünen oben runtergerührt hat. Zuerst noch angezündet. Anzünden und runtergerührt. Genau. Ja. Das kannst du auch noch in Italien mit einer Vespa in einem Stadion ja. Dort kannst du halt so rauffahren, bei den Türmen. Beim San Siro kannst du eben, wenn es keine Stege sind, kannst du eben rauf dort. Ja, aber musst du ja... Mal dort drinnen gehockt. Sie haben, glaube ich, von oben, wenn ich mich recht erinnere, haben sie, glaube ich, irgendwie die Vespa gesehen, die irgendein Supporter von den Gegnern gehört hat. Und dann sind sie die irgendwie raufholen und haben sie angezündet. Wahrscheinlich haben sie im Security-Personal gesagt, ja. Und dann ist das auch durch, schlank durch, das Vespeli. Aber du, in Spanien haben sie mal die Toilette... Aber abgeschmissen, ganz ist auch nicht viel besser. Gut, ich habe auch schon im Stadion gesehen, aber eine ganze Toilette rausreißen und über die Tribüne ab. Ich glaube, Real Barça war das schon nicht nur. Und der Schweinskopf, oder? Ach, Schweinskopf. Auf der Luis Figo, ja. Ich weiss auch, wenn du mit dem kommst und sie können dich durchsuchen, mit so einem Ordner. Nein, doch, den muss ich dabei haben, aus medizinischen Gründen. Ja. Also, okay, gut, keine. Also, das hat alle Büros nehmen das ab, aber der Schweinskopf, nein, das ist von dem her, ja, das ist okay. Das ist mein Snack. Ja. Foodstand gesehen. Hat niemand gesehen, mit dem Käse mitnehmen. Schweinebacken. Ein paar haben ja auch noch Probleme. Es hat ja der legendäre französische Fan, der immer den Gückel mitbringt. Genau. Der ist dann auch irgendwann langsam, haben sein Security-Personal nicht mehr gewusst, so wie Gückel. Es steht jetzt zwar nicht explizit auf der Liste, ob man einen lebenden Gückel mitnehmen, aber sie hat glaubt, ihnen nicht. Und er hat kein Ticket. Aber sie haben dann, glaube ich, eine Ausnahme gemacht für ihn. Ich glaube, er darf immer. Ich wollte sagen, er hat kein T-Shirt. Hätte das Shirt vom Verein angehabt, wäre okay. Nur eine Nationalmannschaft. Nur eine Nationalmannschaft. Mhm. Apropos Nationalmannschaft. Die Ukraine ist auch das ist eine Aktualität, die uns natürlich genau nach Aufzeichnung von unserem letzten Podcast erreicht hat. Wir haben es gewusst. Wir haben es eigentlich gewusst, ja. Dass das dann wieder kommt, die Entscheidung, dass Schweiz-Ukraine abgesagt wird. Weil die Ukrainer einfach zu viele positive Corona-Fälle in der Mannschaft hatten. Dann sind die heimgereist, die Ukrainer, haben sich alle noch getestet in der Ukraine, alle negativ. Und jetzt sind sie hässig. Verständlich, ja. Ja, mein Team, die positiv waren, haben sich nicht nochmal getestet. Die sind positiv gewesen. Sie waren alle negativ gewesen. Also die, die jetzt nochmal testen, sind ganz alle. Alle, die getestet oder sind, sind alle negativ. Weiss man dann auch, wer sie alles getestet haben? Das weiss man auch nicht. He? Ob also, sie die vorher positiv getestet wurden, jetzt nochmal getestet haben. Weil du sagst, alle, die getestet wurden, sind negativ getestet worden, heisst nicht, dass die anderen nicht nochmal getestet worden sind. Aber ich weiss es nicht. Auf jeden Fall ist jetzt der Luzerner Kantonsarzt der Böse aus ukrainischer Sicht, weil er natürlich verantwortlich ist, dass die nicht haben können spielen können. Und man stellt sich vor, es wäre umgekehrt gewesen. Also die Schweiz wäre in der Ukraine gewesen. Die Ukrainer hätten gesagt, nein, sorry, wird nicht gespielt. Die Schweizer reisen heim, lassen sich testen und sind alle negativ. Dann wären wir wahrscheinlich auch eher hässig auf die Ukrainer. Wir wissen nicht, wie es war. Wir wissen auch nicht, wie es jetzt gewertet wird. Immer noch nicht. Sie sind, glaube ich, noch am Löseln. Ja, jetzt kommt dann vielleicht der Fall ins Spiel. Also, wenn die Ukrainer schuld sind, dann gibt es ja wahrscheinlich eine Vorfälle-Niederlage für die Ukraine, 3-0 für die Schweiz, und dann ist es geritzt. Genau. Und wenn man aber das nicht so genau kann sagen, wer schuld ist, das haben wir da besprochen, dann kommt tatsächlich der Fall, der gelöselt wird. Mhm. Ja, und dort muss man sich dann überlegen, wer schickt man von der Schweiz, der das Löseln zieht, wenn man jemanden schicken kann. Wer ist der, der am meisten Glück hat? Genau, oder? Ich meine, es gibt ein paar Fußballer, die haben wahnsinnig viel Glück gehabt. Also, ein paar, also der Schockierer würde ich nicht schicken, wegen den Wadenverletzungen muss jemand anders schicken. Sagen wir zum Beispiel einen Goalie, der in der letzten Zeit ein paar Penaltys hatte von einem Spanier. Den könnte man zum Beispiel schicken. Wer könnte da weg? Ich hätte jetzt mehr Angst, dass der Jan Sommer sein ganzes Glück schon aufgebraucht hat. Ich würde eher einen schicken, der in letzter Zeit ein bisschen Pech gehabt hat. Man sagt ja Glück in der Liebe, Pech im Spiel. Dann müsstest du wie einen schicken, der Pech in der Liebe gehabt hat und dafür dann... Ah, der Hockey-Goalie, der sich auf den Sean Fielding getrennt hat. Der hat das zwar, glaube ich, wollen. Ist ja gleich. Nein, ist ein andere Sportart. Pardon. Man muss auch jemanden haben, der clever ist. Ja, also, sie wären, es gibt eben, die Losentscheid hat es ja schon früher nicht gegeben. Früher hat es Münzwurf gegeben, oder wenn es Wiederholungsspiel unentschieden gegeben. Ist ein bisschen cooler als Lösli zu Münzwurf. Es ist schon mal cool und das hat es ja auch in wichtigen Spielen gegeben. Es hat mal der FC Zürich gegen Galatasaray gegeben, im Meistercup damals. Und die haben auch nach Wiederholungsspiel ist dann unentschieden gewesen und nachher ist da gelöselt worden. Also gelöselt, eben Münzwurf. Und die haben wirklich eine clevere Taktik angewendet. Dann hat der türkische Captain irgendwie dort gewesen und hat können sagen, Kopf oder Zahl und so. Dann hat der Schiedsrichter die Münze gerührt und dann lässt er sie fallen in den Rasen und der Türk hat sie gerade geschnappt und ist jubelnd weggelaufen. Sehr gut, so sollte man es machen. Ah. Wir sollten Ueli Maurer schicken, dann kann man es. Wir schicken den Ueli Maurer zum Losen. Ich habe das Gefühl, der hat so viel Humor. Ja. Als Unterhändler, der macht das mit Humor.
Oder der Adolf Ogi, der bringt einen Bergkristall und dann ist die Sache geritzt. Das werden zwar wieder bestechen. Ja, ja, das wollen wir nicht. Nein, jemand, der dem Blösle gut ist. Früher hat ja immer müssen. Ah, gut. Nein, die kann man nicht schicken. Der Infantino hat ja früher immer müssen die Auslosung machen. Geht der Infantino so und so. Der Platt drauf bietet, der zieht dir jedes Los, was du willst, kannst vorher sagen, der macht. Oder einfach Chefentscheid. Das ist übrigens etwas, wo man wieder mal muss schauen. Das lohnt sich wirklich sehr, sehr, sehr. Die Auslosung für die Gruppe von der WM 1982 in Spanien, das ist die erste Auslosung, die Sepp Blatter beaufsichtigt hat, die er so wie organisiert hat. Und es ist alles in die Hose gegangen. Sicher. Sie haben so mit so elektronischen Anzeigetafeln, sie haben lange erklärt, wie das Prozedere ist, weißt, dass nicht drei Argentinier und Brasilien und Uruguay in eine Gruppe kommen können. Dann haben sie das angefangen und dann haben sie aber den Modus wieder nicht mehr gewusst. Dann haben sie das Zeug irgendwo zugelost. Dann ist wieder jemand gekommen, hey, nein, das müssen wir wieder zurücknehmen, das können wir nicht nehmen, dann muss man nochmal lösen. Und dann sind die Lostrommeln auseinandergehen. So ein riesen Prozedere. Okay. Nach Monty Python sind wir es ist wirklich. Dann haben sie das alles gemacht, eine halbe Stunde, und dann haben sie festgestellt, ah, nein, das geht ja gar nicht, Schottland kann gar nicht in Gruppe B und so, müssen wir alles nochmal retour machen. Und das Zeug ist auseinandergefallen. Das war wirklich ein Geld. Geil. Und der Blatter steht, der junge Blatter, der hat wirklich geschwitzt. Das ist die erste Auslösung. Jetzt gehen alles in die Hose. Die Leiden des jungen Blatter. Ah, ja. Oh, schön. Alter Literat am Tisch. Bubi, Ibe. Ja. Ibe. Ich sage nochmal, letztes Samstag hat man gesehen, um was es geht. Ist das jetzt das neue Ibe-Gen? Ja, dann, wo sie zum ersten Mal wieder Meister wurden, einem Spanufti vom SRF 3, einem Gerben Philipp, den ich sehr gerne habe, gesagt. Der hat gesagt, ja, jetzt geben wir wieder zurück, gell, nächstes Jahr. Oder so etwas, hat er gesagt. Ich bin schon leicht angeklebt, gebe ich es zu. Hey, zu Bern ist es immer, es geht lang, aber dann bleibt es ja lang. Und ich habe das Gefühl, das ist genau das neue Gen. Aber wir haben natürlich auch super, also nicht mehr, ich bin das super extrem gut bügelt. Also ich meine, ohne Speicher, ohne Schabbisa wäre das für mich nicht möglich gewesen. Ohne Stefan Niedermeyer, der schon hier ist, wäre das alles nicht möglich gewesen. Ohne ihn wäre das für mich nicht möglich gewesen. Gehst du wieder ins Stadion? Selten. Apropos Stefan Niedermeyer. Ja, ich bin mal aus leichter Täubi, aber das habe ich für mich behalten. Das muss man jetzt auch nicht gross breitschlagen. Einfach, Stefan Niedermeyer hat so viel Gutes gemacht für den Club, weil er dort entlassen wurde, finde ich immer noch eine Schande. Ja. Ich glaube, er ist längstens darüber hinweg, zum Glück. Ja, ich finde es immer noch total daneben. Ja. Ich habe es fast nicht vergessen. Aber die Leute, die das dann verantwortet haben, sie ja darum Justiz ja auch andere Sachen machen, die man nicht wissen wollen. Aber ja, man kann schon sagen, vielleicht ist das Spiel gegen den FC Basel so ein bisschen wegweisend im Sinn von, dass man einen 1-0-Rückstand noch kehrt und dann der ärgste Widersacher, und der FCB wird wahrscheinlich der ärgste Widersacher sein das Jahr um den Meistertitel. Du widersprichst mir nicht. Ich habe nicht widersprochen. Nein, ich habe nur ein... Was für ein Schönes. Ich habe gerade gedacht, wo kommt das Geräusch her? Ja, es ist, wenn der Meme widerspricht, aber mir nicht vor allen Leuten, die Hosen runterlassen, macht er... Das ist ein schönes Gerücht. Man könnte es vielleicht auch noch anders sehen. Und genau. Dann tue ich ihn so lancieren. Oder könnte man es auch noch anders sehen, dass der FCB der ärgste Widersacher ist um den Meistertitel? Ja, sie haben natürlich schon die besten Voraussetzungen, um der ärgste Widersacher zu sein. Aber wie man es auch jetzt schon in der Tabelle sieht, ist schon mittlerweile einiges zwischen den beiden Clubs. Punktemäßig und auch sonst. Das ist so. Und andere Clubs stehen zuoberst. Was ist mit dem FC Lugano los? Gut, man muss jetzt nicht die Tabelle anschauen und irgendetwas wieder draus. Ja, die einen haben 4 Spiele, die anderen schon 15. Ja, das macht keinen Sinn. Aber ja, sie sind die am wenigsten Veränderungen hatten, im Kader mehr oder weniger. Also sie haben wirklich fast keine Neuzuzüge gehabt. Und alle die viel Neuzuzüge hatten, wie Basel auch, wie Luzern auch, die haben jetzt bei so einem Spielplan, der so verstückelt ist und du hast mal einen Monat kein Spiel und dann hast du wieder eine Nazi-Pause und weiss nicht was, dann kommst du die nie gegangen. Darum, die am wenigsten verändert haben, sind jetzt vorne. Schwierige Saison. Aber du sagst, IB macht es auch dieses Jahr wieder. Ich tue mich nicht auf solche Sachen, das ist viel zu früh. Aber ich finde, IB spielt einen Fußball, der sehr schön ist zum Anschauen. Das gefällt mir immer. Es werden junge Spieler eingebaut, es gibt immer mehr Spieler, die eingebaut werden. IB macht das sehr gut im Nachwuchs, das weiss man, das finde ich super wichtig im Schweizer Fußball. Guter Trainer. Und wie gesagt, am Schluss redet man dann auch über einen Basel-Trainer, der im Interview, ich weiß nicht, wie er heisst, der Basel-Trainer ist ja gleich, wo er irgendwann sagt, er wird auch ein Gleichmeister. Und dann gibt es wieder ein riesiges Rauschen im Blätterwald. Das passiert in Bern im Moment nicht. Du hast einfach Ruhe und kannst bügeln. Und das ist sicher das, was eine Mannschaft braucht. Also du hast einfach den Namen jetzt nicht aussprechen vom Basel-Trainer? Ich finde das... Ich habe das Video gesehen, wo er von Inkompetenten redet. Nein, von Turbulenten. Turbulenten. Und das hat mir gelenkt. Ja. Nein, ist jetzt böse. Sicher ganz ein toller Trainer kann sein. Auch ein guter Typ. Bin ich 100% kenne ihn nicht. Das Interview hat mir nicht gepasst.
glaube, wir werden es sehen. Der FC Sion mit der FC Sion geht jetzt mit kriegerischem Auswärtstrikot an Auswärtsspiel. Haben Sie das Trikot gesehen? Schön, hä? Schön. Militärfarbe. Tarnfarbe. Hat es der Uli Mura nicht? Viola Amherd. Viola Amherd hat auch Dinge drin. Das VBS hat es finanziert. Das ist der, der Twitter-Account von 12 betreut, Silvan, der hat das auch gefunden. So, wenn schon das VBS Geld zahle, dann wollen sie natürlich auch einen Gegenwert haben, sagen sie jetzt im Sion Auswärtsliebli. Und sie haben ja noch... Sponsor, das VBS Sponsor sitzt der FC Sion. Sieht so aus. Ja. sie haben ja auch noch, damit es könnte auch sein, dass sie irgendwo mal auf dem Markt in Luino oder so einfach einen Stapel von den Armee-Liebli gefunden haben. Dann gefunden, wie bringen wir jetzt die los, gewinnbringend? Und Sion hat ja ein neues Logo seit ein paar Jahren. Das ist total unbeliebt bei den Walliser. Und sie haben ja das Auswärtsliebli jetzt bedruckt mit dem alte Logo. Das kann man wieder extrem verkaufen. Ein guter Schlunk von dem Christian. Ja, blöd ist er nicht. Das hat niemand behauptet. Nein. Das habe ich Kunst, bist nicht blöd. Übrigens möchte ich darauf hinweisen, dass IBE ein wahnsinns Christmas-Hoodie hat rausgebracht. Also all die IBE-Fans, die es noch nicht gesehen haben, all die, was sie sehen. Das ist ein Norweger-Pulli. Ja, aber so etwas Grusiges, das ist schon wieder schön. Es ist grossartig. Ich bin froh, hast du das jetzt noch... Ja. Norweger-Pulli an sich sind ja immer so ein bisschen auf der Kippe zwischen... ganz grusigem Kitsch und verdammt geil, eben gerade darum. Der bei aller Liebe für die Young Boys, der IBE Norweger Bulli mit diesen Böllen drauf noch, schwarz, gelb. Oder Silhouette von der Bundesstadt, das ist wahnsinnig grusig. Es ist schon ziemlich fest grusig. Aber es ist, wie IBE gesagt hat auf der Homepage, IBE-Fans können das eben tragen. Das ich finde Humor so im Fußball viel mehr Einzug halten, so wie das jetzt eher einen grossartigen Podcast macht. Und was ich auch finde, was man auch muss sagen, Fußball ohne Fans ist dermassen langweiliger Shit, das gibt es gar nicht. Jetzt hat er noch schnell Punkte, gell? Nein, ich finde es zum Zuschauen scheiße. Du hörst, merkst richtig, darum gibt es so keine rote Karte mehr wegen der Grätsche, weil das spornt ja niemand mehr an. Das ist so. Also ich wollte jetzt nur noch die letzte Frage in den Raum stellen, wir müssen sie ja nicht mehr beantworten. Was ist schlimmer? Keine Fans im Stadion oder Fans, die alle den IBE Norweger-Bulli anhaben? Ganz klar, keine Fans. Fans ist schlimmer. Also alle mit dem Norweger-Bulli, das wird wieder wunderbar geil aussehen. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich muss den nachher unbedingt anschauen. Googlet. Aber er beißt sicher grauenhaft. Wir haben jetzt die grösste, beste Werbung gemacht. Die werden jubeln bei den Young Boys. Auch das haben sie wieder richtig gemacht, oder? Ich hoffe natürlich, dass es einen Gegenwert gibt, liebe Freunde aus Bern. Vielleicht kannst du dann wieder mal auftreten im Stadion, oder? Ja, ich hätte jetzt endlich ein Jahreskärtchen 2 in der Güppeloge gerne verwünscht. Bubi, wir haben einlösen können. Ich lese gerne den Online-Kommentar nochmal vor. Ich vermisse in letzter Zeit ein wenig den Trash-Talk. Bitte künftig ein bisschen weniger Fußballkompetenz. Erfüllt? Also, mit mir kann man nichts Angst. Das ist jetzt ganz klar. Wenn so ein huren trottligen Berner reinlässt, ist ja logisch, dass so Danke für den Besuch und für all die wieder, die uns schauen. Der Hinweis, wenn ihr uns nur schaut, verpasst ihr etwas. Die uns hören, die kommen jetzt nämlich noch ein Zückchen lieber.